Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dr. Dr. Spudler, Professor Dr. Dr. Spudler, Dr. Dr. Spudler. Professor Dr. 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 Spudler und Doktor und Professor und Netzschwinger und er ist Autist. Ja, das hat er in der letzten Folge bewiesen, denn er hat ganz autistisch Mary Jane davor bewahrt, weitere Informationen herausfinden zu können. Das war nicht so geil. Dementsprechend war sie natürlich berechtigterweise sauer auf ihn. Aber wir dachten so, scheißegal, wir haben ja da noch so einen Job. Wir lenken uns so ein bisschen mit Rätsel-Forschungsaktivitären Instanzen ab und müssen jetzt mal so ein bisschen schauen, wie ich diese beiden Routen jetzt hier erreichen kann. Das ist irgendwie voll komisch, oder? Wenn ich jetzt wieder so ein Dreier-Ding hätte, dann würde ich sagen, okay, aber ich verstehe das nicht. Das kann ich nicht wegmachen, das kann ich nicht wegmachen, das kann ich auch nicht wegmachen. Was ich höchstens machen könnte, wäre halt den Weg zu... Achso, ja klar. Ja, ich bin behindert. Wir müssen den ja nicht nehmen. Das ist dann natürlich einfach. Ja, wie ich immer denke, ich müsste alles mitnehmen. Wie so ein... Narkoleptiker, wollte ich gerade sagen. Nee, das war es nicht. Kleptomane, genau. Kleptospuder. So, und zack und bumm und fertig. Ja. Fertig. Kein Problem. Noch was, wahrscheinlich. Der ultimative... Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Den Lag? Ja, ich wünschte mal, ich hätte keine Lags beim Online-Spielen. Aber es ist ja immer ganz komisch. Ja... Was haben wir denn hier? Also erstmal brauche ich einen Fünfer. So, dann erstmal wieder die Route im Kopf überlegen. Das hier, das ist wahrscheinlich nicht zufällig da. Da muss ich irgendwie den Weg gehen. Wobei, ja, hier werde ich auch schon direkt begrüßt mit dem Scheiß. Ich hätte... Ja, Moment, den... Was? Achso, ja klar, den drehe ich dann. Okay. Wenn ich da jetzt zwei reinballer. So müssen die sein, ne? Dann habe ich 4 und da baller ich den... Ah, nee. Oder doch? Ja. 4, 8. Und dann mache ich natürlich 8 minus 1. Das ist ja eigentlich auch egal, oder? Machen wir hier den 7, dann habe ich so 7 und dann... Muss ich noch 2 wegnehmen, also baller ich den 2er rein. So, jetzt habe ich die Grundsteine schon mal gelegt und muss im Grunde dann nur noch den Scheiß verbinden. Zack. Dann gehen wir hier rüber, da. Runter. Rüber. Ja, was? Der? Nein, der andere, so. Und verbinden. Tada! Und noch was, oder? Die ultimative Herausforderung. Nee. Upload abgeschlossen. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Und damit wollen wir jetzt Prothesen kontrollieren. Habe ich das richtig verstanden? Mit unseren Gedanken. Ja. Ich wollte schon immer so einen Apfel fassen. Anfassen. Und jetzt eine Kopfball. Ja. Ha. Da braucht man eine Menge Fantasie, ha? Huh? Okay, übertreib's nicht, Doc. What the fuck? Ich wäre froh, wenn ich das mit einem hinkriegen würde. 10 Sekunden ohne zu scheitern. Und der macht das einfach mit 100.000.
Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Ich gönne ihm das. Oh, er kriegt's nicht mehr ab. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Oh, ich dachte schon, die macht sich selbstständig. Was ist los? Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Ja, doch, mit 70, 80, wenn er senil wird. Das ist der Grund, wieso er so besessen ist. Der ist ein Egomane, er baut den ganzen Scheiß für sich selber. Oh, Peter, bevor ich's vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Aber es macht doch irgendwo Sinn, weil wenn er... Es ist ja, ja, in gewisser Weise ist es irgendwo egoistisch, aber andererseits, so ist es halt, dass Leute, meist die Leute, die selbst dieses Problem haben, dann die Besten, die am besten damit dann lernen können, damit umzugehen und anderen das auch dann beibringen können. Also beispielsweise jemand, der, was weiß ich, der sein ganzes Leben lang im Rollstuhl war, der versucht dann natürlich irgendwie, was weiß ich, kreativ zu werden. So, wie könnte ich mich am besten mit meinem Rollstuhl fortbewegen oder wie könnte ich es mir angenehmer machen? Und Leute, die ihr ganzes Leben lang gesunde Beine hatten, die machen sich über sowas halt keine Gedanken, ja. So wie populäre Leute sich niemals Gedanken um die Gesellschaft machen würden. Und so jemand wie ich, der immer am Rande der Gesellschaft war, der kann die Gesellschaft natürlich auch besser beobachten. Und mal ganz ehrlich, wahrscheinlich war sogar der erste Behinderten-Rampenbauer selber ein Behinderter. Und der hat sich halt überlegt, wie kann ich mein Leben angenehmer gestalten. Also irgendwo ist es ein Stück weit egoistisch, aber es ist auch die eigene Krankheit ist dann auch der perfekte Ansporn, finde ich. So, da soll ich hingehen? Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Ah, so drehe ich das. Okay. Ist natürlich auch scheiße, wenn dann sein Lebensberuf ihn irgendwie krank gemacht hat, ne? Sein allerliebstes Zeugs. Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Ich mag das immer nicht so bei diesen Neuzeitspielen, dass dann diese Geräuschpegel so interaktiv sind. Wenn man von den Leuten weggeht, reden sie leiser. Wenn man näher rangeht, reden sie lauter. Aber das Hauptproblem ist eben halt, dass dadurch, dass er jetzt von links gesprochen hat, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert, ich habe es beim letzten Mal schon gedacht, dadurch, dass er von links gesprochen hat, habe ich den Sound eher links gehört. Und das ist extrem eklig, so wenn du mit Kopfhörern spielst oder Let's Plays hörst. Aber okay, bei anderen Let's Playern, da höre ich ja meist gar nichts vom Spiel, weil die Mutterficker zu dumm sind, ihre Spiel-Sounds richtig einzustellen. Also von daher... Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ja. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial! Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Ich finde es sehr hochinteressant, aber schade, dass man irgendwie dann doch nicht so viel rafft, weil das ja quasi schon Fachsprache ist. Hatten wir das nicht schon mal? Ach, egal, ich gehe jetzt einfach zum Gelben. Moment, was? War das der Raum? Ah, ja. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer.
bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Na, das werden wir doch sicherlich noch erleben, oder? Aber dann müsste es ja einen Zeitsprung geben. Hat sich das gerade gereimt? Ist ja wie der Himmel auf Eden. Kommst du heute vorbei? Wer sagt das? Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Meine Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Meine senile Alte. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Ja, so ein Bit hatte er ja auch in seinem Zimmer. Was will die Alte denn schon wieder? Ach ja, waren wir nicht irgendwie verabredet? Aber war das nicht... Ich weiß gar nicht mehr, ob wir... ich weiß nicht. Immer diese Familien, die nerven müssen, die mich davon abhalten, ein Superheld sein zu können. Wobei, so super war ich ja wie... War Spider-Man ja beim letzten Mal nicht. Aber ich sag mal so, das Verhältnis, der Punktestand ist noch auf seiner Seite, ha? Oh, schon ist es wieder Tag. Moment, wie lange waren wir da jetzt bitte drin? What? Was hat der da gerade gemacht? Stretcht er sich oder ist er in Hundescheiße getreten? Ich hab's genau gesehen. Du bist schuldig. Ja? Kniet nieder. Küss mir die Füße. Bitch. Lass mich raten. Verspätung. Beim nächsten Mal bist du dran. Wir sind sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Ach ja, wir müssen den ja irgendwie davon überzeugen, dass er seine Gesundheit vor der Obdachlosenhilfe stellen soll, ne? Aber man könnte ja auch geschickt sein und sagen, das könnte dir auch im Leben helfen. Soziale Interaktion mit anderen können dir auch bei der Genesung helfen. Ja, nein, aber egal. Sie haben sicher schon vom Aufruhr an der Empire State University gehört. Aber das ist nicht der übliche Giftcocktail aus betrunkenen Kids, verwöhnten Millennials und wilden Hormonen. Die Behörden bewahren Stillschweigen über die Lage. Aber meinen Quellen zufolge haben die Dämonen die Studenten unter Drogen gesetzt und in tödliche Berserker verwandelt. Was ist aus unserer schönen Stadt geworden, Damen und Herren, wenn wir unsere eigenen Kinder fürchten müssen, unsere Nachbarn, unsere Ehefrauen? Partner, seien Sie wachsam, machen Sie die Augen auf und behalten Sie den Barista mit der Hipster-Frisur im Auge, der Ihren Latte macht, sonst erwischt er Sie auch. Der Hipster-Kommentar war gut. Ja, so ein bisschen wie bei Fridays for Future, ne? Aber hier, gut, die Kinder werden ja nicht wirklich manipuliert, sie werden einfach angefasst. Und noch nicht mal so angefasst. So einfach angetippt. Auch eine sehr bekannte Stimme gerade. Wo ist dein Kämpfer? Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Solltest du nicht... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Solltest du nicht zu Tante May gehen und schnageln? Was soll denn das hier? Vielleicht hat Tante May die auf ihn angesetzt, weil er zu spät gekommen ist. Niemand versetzt mich beim Kaffee und Kuchen. Ja, wahrscheinlich ja nicht, ja? Hast du mich gerade getroffen? Nee, ne? Ich hab deine Waffe. Puff! Ah, waren nicht die stärksten. Waren halt Straßen, möchte gern Babos. Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Der autistische. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, fahr ich da hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens. Lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren,
Nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Okay? Ich halte das drauf. Oh, sch. Sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay? Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Ja, das war jetzt entweder das Beste überhaupt, was du machen konntest, oder das Dümmste. Spider-Man. Weil du ja jetzt mit dem Kaffee und Kuchen schnagelst, oder? Da erkennt er dich doch an der Stimme. Immer denke ich an solchen Szenen. Sollte gleich davon sein. Dass ich ihn spielen kann. Und jetzt kann ich ihn tatsächlich spielen. Das mit dem Adrenalin ist so wahr. Ich hatte das auch schon ein, zwei Mal erzählt. Ich glaube, vorrangig auf Telegram. Dass ich wirklich, ich habe auch bei ganz kleinen Sachen, ich habe so viel Adrenalin und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Es verfrisst mich so sehr. Das verhindert dann auch immer, dass ich so cool bleiben kann. Also, hey, das glaubst du mir nie. Ich habe gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass? Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh Mann, hab ich voll vergessen. Ach Mann, er hätte sie dir garantiert abgekauft und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool, bis später. Naja, gut, das stimmt so auch nicht. Also cool schon, aber es ist halt, es ist wie der so ein... Bauernmarkt ist eine gute Abkürzung. Ich kann's nicht beschreiben. Sagen wir mal so, ich wäre noch cooler, wenn ich's im Griff hätte. Weitergehen, weitergehen! Aber es fällt mir extrem schwer. Und ich weiß auch nicht, wie ich das kontrollieren soll. Keine Fotos, einfach weitergehen! Ja, dann, du wirst dann auf der Straße dumm angemacht oder so und sofort, von jetzt auf gleich, habe ich so viel Adrenalin in mir, das ist, oh, unfassbar. Kann ich das klauen? Rabatte im Decadence-Spa? Halber Preis? Anmachen, ja. Du würdest dein Hacking App. Funktioniert die noch? Ich habe ganz zufällig mein Handy rausgeholt. Ich hatte gerade eine Nachricht bei WhatsApp, was dachtet ihr denn? Also du bist ein kleiner Hacky-Spasti, ne? Vielleicht wusst du ja noch wichtig. Für irgendwelche Missionen. Oh, oh, oh. Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Spiel mir jetzt 2015 nach. Und dann dürfte ich ja keine Probleme haben. Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht wäre, könnte ich über den Zaun. Kennen Sie zufällig... Toriel! Wow, das war zu einfach. Jetzt kletter. Krass, dass Sables Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Den gehe ich wohl besser aus dem Weg. Du solltest... Okay, okay. Steh mir bei. Ich war mir gerade nicht sicher, was das alles soll. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt aufstehen, sonst machst du dich ja verdächtig. Aber irgendwie war das ja wirklich jetzt eine spontane Schleichpassage. Ja? Na gut. Naja, was machen wir denn da? Ich stell mich erstmal hier. Okay, steh mir bei. Ja, aber wo? Da. Warum? Okay. Gut, los jetzt. Ach so. Okay. Du guckst doch, oder? Schnell! Hier ist vielleicht was Zentrales. Stand by. Stand by. Stand by me. Stand by me. Mal sehen. Ich kann unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Was spielt das für eine Rolle? Spielt es eine? Wir haben Videos. Kommen Sie, Mann. Ich muss nach Hause. Okay. Ich bin rechtlich befugt, Sie festzuhalten. Ich muss ihn ablenken. Nein, kein Widerstand. Was ist Ihr Problem? Siehst du was? Das passiert, wenn Sie mich erwischen. Da liegen ja echt jede Menge Glasscherben. Was hast du von einer Gasse in New York erwartet? Ja, ja. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Schäden. Oh, es hat ihn nicht so gejuckt. What the fuck? Ich hab ADHS, ich bin so schnell ablenkbar. Es ist mir eine Ehre, in Ihrer Show sein zu dürfen. Und das benutze ich doch jetzt. Du fährst doch jetzt, oder?
habe ich doch schon. Nee. Kann ich stattdessen ein T-Shirt haben? Okay, ich mach's nochmal. Puff! Was? Ich hab doch eben nachgeguckt. Was soll denn das? Leute nicht der Polizei unterstellt sind. Offenbar untersteht. Puff! Komm schon. Ignor. So. Das ist doch schon wieder der Nachrichtenpropagandist. Können wir das nochmal machen? Bin ein bisschen verunsichert. Weiß nicht, was ich machen soll. Aber wobei, nein. Ja. Nee, es war schon richtig. Ich konnte da rechts lang, oder? Mal gucken, wo er mich rauslässt. Die Stealth-Parts, die häufen sich mittlerweile so ein bisschen, ja. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, was ist das heute mit Let's Play Marvel's Spider-Man. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir die Schleichpassage schaffen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.